Liebe Genossen, Comrades und Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber und willkommen auch liebe Companieros, denn wie ich feststellen konnte, kommt ein nicht unerheblicher Teil der Zuschauerschaft hier aus dem spanisch sprechenden Raum, von daher auch hola, Companieros and Companieros. Ja, willkommen zu dieser Episode, Genossen, in der wir die Kleidungsindustrie hier in unserer kleinen Republik an den Start bringen wollen. Und bevor ich euch das zeige und bevor wir das machen, da wollen wir denn uns einmal einen Überblick eigentlich verschaffen, was seit der letzten Episode passiert ist. Denn ihr seht es, Genossen, hier sind schon neue Bauwerke hinzugekommen. Das Neubauviertel hier, genannt jetzt das Ostseeviertel, wird erweitert, denn wir brauchen viele zusätzliche Arbeiter hier für die Bemannung der Stoff- und der Kleidungsindustrie, Genossen. Ja, und auch unser Jentower, der steht kurz vor der Fertigstellung, ein hervorragendes Projekt hier. Und ihr seht auch hier mit 1500 Arbeitern maximal zu belegen, das hat die ganze Arbeiterschaft aufgesaugt vorübergehend. Ja, und das musste ich manuell ein bisschen beiregeln. Aber gut, die Einzelheiten dazu erläutere ich euch gleich. Und wenn ihr Lust habt, da mit dabei zu sein, dann freue ich mich auf euch. Bis gleich. Bam, 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 bam. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Genossen. Die Stunde läuft, unsere 31. Episode heute. Lasst mich vorab mal sagen, dass ich mich darüber sehr freue, dass so viele von euch sich das anschauen und hier mitverfolgen. Und ja, wollte ich euch nochmal ermuntern, auch eure Kommentare und Anmerkungen unter den Videos zu hinterlassen, denn ja, darüber freue ich mich dann auch über diesen Austausch da, ne? Genossen, ihr seht es hier, kurz vor der Fertigstellung. Ich dachte, vielleicht kriegen wir das live mit. Ja, dauert noch ein bisschen, was fehlt Ihnen denn? Beton fehlt auf der Baustelle. Aha. Na ja, gut, dann können wir die Genossen hier noch ein bisschen weiterarbeiten lassen. Denn hier sind diese drei Gebäude hinzugekommen seit der letzten Episode. Des Weiteren ist hier die Schule fertiggestellt worden und hier auch diese Kultur, dieses Kulturzentrum. Ja, das wird auch rege benutzt. Das ist sehr gut. Dazugekommen ist hier ein Krankenhaus. Da seht ihr hier die ganzen Krankenwagen, ne? Am Rein- und Rausfahren von zwei Seiten. Leider funktioniert das Ganze hier nicht als Durchgangsstraße, also das nicht, aber die Anfahrt ist aus beiden Richtungen möglich hier für das Krankenhaus. Ne? Das seht ihr ja hier. Und direkt dahinter sehen wir hier dieses Gebäude, den Palast der Palace of the People heißt es, glaube ich. People's Palace. Hier die washed-out-Version nennt man das, also die leicht verschlissene Version schon, Genossen, denn wir wollten ja hier nicht zu prunkig daherkommen in unserem Ostseeviertel, ne? Deswegen liegt die Qualität der Wohnung hier nur bei 68%. Ich meine, dass in dem Originalmodell mit den besseren Texturen die Qualität dann bei 90% irgendwo liegt, ne? Naja, und hier seht ihr auch noch ein weiteres Gebäude, was allerdings derzeit hier noch keine Einwohner beherbergt. Ja, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht wieso. Wahrscheinlich, weil es den hier nicht so, das ist den zu weit weg hier, ne? Das ist den zu weit weg, Genossen. Wenn wir jetzt hier nämlich einfach mal sagen würden, wir quartieren 10 Mann um, dann haben wir wenigstens das Licht angeschaltet hier. Ja. Sehr schön. Ne? Das ist zweimal das identische Gebäude, was hier steht. Die Versorgung hier mit Strom erfolgt ja dezentral über so ein Erdwärmekraftwerk. Davon habe ich hier eins hingesetzt, Genossen. Und hier nebenan, na, jetzt ist dunkel geworden, aber hier nebenan seht ihr das auch, dass eigentlich der Anschluss nach Neu-Valoka hier mittlerweile auch hergestellt ist und hier auch ein geothermales Stromkraftwerk und ein geothermales Heizkraftwerk mit angeschlossen sind, Genossen. Und diese Kraftwerke versorgen denn doch diese recht, ja, wie soll man sagen, recht bedarfsintensiven großen Gebäude, Genossen. Ne? Denn die nehmen mal locker hier 44 Kubikmeter Heizwasser, ihr seht es selber. Und auch von der Energieaufnahme können die durchaus nachfragestark werden. Ja, von daher ist hier eine dezentrale Unterstützung unseres Versorgungsnetzes erfolgt, Genossen. Ne? Ja, und ich freue mich hier wirklich auf die Fertigstellung.
wenn es denn mal soweit ist. Ja, ihr seht, die Arbeiter rennen hier immer noch zur Arbeit. Dieses Stück Straße hier konnte ich ja leider noch nicht machen, weil sonst die Baustellenzufahrt abgeschlossen worden wäre. Ja. Nichtsdestotrotz, hier würde ich mir wünschen, Genossen, da kann ich ja mal darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gäbe, auch die Arbeiterzahlen ein bisschen anders herunterzudrehen als nur in Fünfer-Schritten. Denn wenn man hier in Fünfer-Schritten rumstellt, Genossen, wir kommen hier von 1500 und wollten auf unter 100, das sind 280 mal Klicken so ungefähr, ne? Oder vertue ich mich da? Nee, zwar da, passt schon, ne? Knapp 300 mal Klicken, Genossen, nur um die Arbeiterzahl da einzustellen. Also das muss irgendwie, ja, irgendwie anders geregelt werden. Und schön, dass ich hier schon mal in diese Richtung fliege, Genossen, denn hier seht ihr die Erweiterung unserer Kiesproduktion, Genossen. Die ist notwendig geworden, beinahe hätte ich gesagt leider notwendig, aber irgendwo ist es auch gut, dass es notwendig geworden ist. Die ist notwendig geworden, um die Nachfrage nach Kies einfach zu decken. Aufgrund der vielen ausgeschriebenen Baustellen hier bei uns in der Republik, ja, da ist eigentlich die Nachfrage hier explodiert und mittlerweile sind wir wieder so weit, ja, die Vorräte werden langsam wieder aufgefüllt. Aber bei starker Beanspruchung der kiesverbrauchenden Infrastruktur, und da geht es hier um die Plattenproduktion, da geht es hier um die Produktion der Ziegel, ja, aber auch der Zement, ne? Das verbraucht ja alles Kies. Von daher, ja, war das eine gute Idee. Hier die Betonwerke, ne? Einer der größten Kiesverbraucher überhaupt. Und mittlerweile ist die Nachfrage natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen, weil die großen Baustellen alle in Bearbeitung sind, beziehungsweise so gut wie abgeschlossen sind, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus, das Viertel hier. Das Ostseeviertel, das gefällt mir, Genossen. Das, denke ich, werden wir dann auch noch schön einrichten. Und die Fertigstellung des Yen Towers, da waren wir sozusagen nicht live dabei, aber wir haben es erlebt, Genossen. Ja, und das ist hier die Universität in diesem Gebiet, ne? Studenten im Auditorium sehen wir hier, 83, sehr gut. Ja, und soweit ich weiß, Genossen, steht der auch im Original in Jena, ne? Von daher sollte, denke ich, auch erst der Industrie zur Verfügung gestellt werden. Die brauchten das dann wohl aber nicht mehr. Und daraufhin ging das Gebäude dann an die Universität, wenn ich da recht informiert bin. Aber ja, seht ihr, dass das jetzt auch hier in Betrieb genommen ist. Und das ist wirklich schön, ne? Das freut mich zu sehen, dass das so gut angenommen wird hier. Ja, sehr gut. Schön, schön. Das ist eigentlich die Ecke hier um unser Ostseeviertel. Die Erweiterung hier mit Hilfe einer weiteren Einkaufsgelegenheit ist auch Erfolg, Genossen. Und die Versorgung läuft hier dann eigentlich auch relativ gut und stabil mittlerweile. Was ich festgestellt habe, ist, dass unser Distributionsbüro, was für die Verteilung der Bürgerwaren zuständig ist, nicht mehr hinterhergekommen ist, das Essen hier auf die Supermärkte zu verteilen. Ne? Also da waren die Kapazitäten ausgeschöpft, sodass diese Supermärkte hier ja wiederholt eigentlich ohne Essen da standen, was natürlich nicht gut ist, Genossen. Ja, daraufhin habe ich hier dann direkt LKWs mit eingesetzt. Die müsste man hier eigentlich sehen, alle verbundenen Fahrzeuge. Ja, das sind hier Fahrzeuge auf dem Weg, mit diesem Weg im Routenplan. Naja, das sieht man hier leider nicht so gut, ne? Fahrzeuge. Auf jeden Fall hat jeder dieser beiden Kaufhallen jetzt noch zwei W50 LKWs bekommen, die direkt zwischen der Kaufhalle nur und der Essensausgabe hin und her pendeln. Und dann diese Einkaufsmöglichkeiten hier mit Nahrung versorgen, Genossen, ne? Ja, sonst sind eigentlich keine tiefgreifenden Verbesserungsprojekte jetzt direkt erforderlich. Ich glaube, die großen Bedürfnisse werden hier mehr oder weniger gestillt. Eine Kirche haben sie nicht, eine Kneipe sind sie am Nörgeln. Ja, das mit der Kultur, da habt ihr doch hier ein Kulturcenter bekommen. Da könnt ihr das auch mal besuchen. Genau, da sind Kapazitäten frei. Ja, Sport könnten wir noch was machen, das stimmt. Und die Einkaufsschwierigkeiten, die haben wir ja inzwischen gelöst, Genossen, ne? Ja, dann sollte das soweit gut sein hier eigentlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit hier von diesem Gebiet denn abwenden können, Genossen.
Ich hatte euch in der letzten Episode die Schwierigkeiten bei der Distribution des Treibstoffes schon erläutert, ne? Da war diese Ladestation hier dauernd überlastet, was dazu geführt hat, dass hier sich dann Staus gebildet haben, genau wo er jetzt hier rumfährt. Und das hier alles aufgestaut hat, Genossen. Ne? Und da sagte ich, ja, man müsste das dezentralisieren, besser gesagt den Transport im Inland mit Binnenschiffen erledigen, um darauf auf den Binnenschiff-Entladepunkten dann quasi den Treibstoff zu laden. Und was ich da errichtet habe, das kann ich euch mal zeigen, Genossen. Denn hier drüben in Kolditz, da war ich ja noch unsicher, ob sich das hier lohnen würde. Naja, hier laufen die Bauarbeiten noch, ihr seht es gerade. Das dauert hier hinten immer recht lange bei Kolditz. Ne? Die haben nur ein Konstruktionsbüro da, glaube ich, mit dranhängen. Oder sind es zwei? Na, drei sogar. Hier das Straßenbüro ja auch. Aber gut, die Bauarbeiten hier dauern lange. Ne? Hier ist ein Pumphafen in der Produktion. Das seht ihr. Die Arbeiter, hier werden gerade Arbeiternachschub rangefahren. Die Baufahrzeuge sind hier auf der Baustelle. Und hat der sogar Beschriftung. ADK 70.0 hier drauf. Sehr gut. Ah, das sieht gut aus, Genossen, ne? Das sieht richtig schön aus. Ja. So, dass hier hatten wir ja die Stelle, wo war sie? Hier war sie, Genossen. Hier war der Entladepunkt für die LKWs, die eigentlich vorher zur Grenze gependelt sind, nach Frankfurt-Oder und da Treibstoff geladen haben. Und aus diesem Entladepunkt lief der Kraftstoff ja dann weiter hier in dieses Fass, was für die Versorgung der Straßenfahrzeuge zuständig war. Und in dieses Fass, was für unseren Zugverkehr zuständig ist, ne? Ja, diese Entladestation hier, die habe ich entfernt. Habe das Ganze hier, den Hafen, mit einer Pipeline verbunden, Genossen. Und für die Eigenversorgung des Hafens ist es notwendig, dass dieser auch wiederum Treibstoffzugang hat. Und dieser Treibstoff muss dem Hafen zur Verfügung stehen. Ja, bevor das Schiff sozusagen entladen hat. Also wenn das Schiff schon ankommt, muss der Treibstoff zur Verfügung stehen. Sonst wartet das Schiff für die Eigenbetankung mit dem Entladen so lange ab, bis es denn selber mal betankt ist, Genossen. Und aus diesem Grunde haben wir hier für die Eigenversorgung noch so einen Puffer mit eingebaut. Das ist dann dieses Fass hier, Genossen. Ja, da können wir eigentlich auch mal sagen, nur Treibstoff speichern. Und ja, man kann nicht sagen, mach's nie nicht ganz voll, ne? Nee, das kann man leider nicht sagen, Genossen. 1500 Tonnen ist hier sicherlich zu viel, aber naja, da ist mir jetzt eigentlich kein anderes Gebäude geläufig. Oder wollen wir mal gucken eben, Genossen, bei den Mods, ob wir nicht einen Treibstoffspeicher finden? Ja, wie viel? 300, 400 Tonnen oder sowas würde doch schon ausreichen. Dicke, hier 250 Tonnen, Tankstorage. 250 Tonnen, natürlich deutlich größer hier. Aber das werden wir mal ausprobieren, Genossen. Dann können wir das hier wieder abreißen. Ne, natürlich schade hier, weil das schon... hier haben wir auch noch Stromleitung. Okay, also müssen wir das hier mal abreißen. Komm her. Nicht mal weg. Weil sonst 1500 Tonnen. Das würde ja bedeuten, dass das Versorgungsschiff eigentlich zwei Runden nur fährt, um den Vorrat hier anzulegen. Der ja doch nicht wirklich benutzt werden wird, ne? In dem Größenumfang. Da sollte hier so ein kleiner Vorrat ausreichen und ja, schade eigentlich, dass man, ne, dass sich die Pipelines jetzt überkreuzen müssten. Ja, müssen sie leider. Geht nicht anders. Na gut. Wo setzen wir das hier hin? Das können wir hier hinsetzen, ne? Okay. Bisschen hier noch das Gelände einebnen. Ah, das ist auch eine Einbahnstraße hier. Okay. Ist auch eine Einbahnstraße, dann ist eher mit Ladefunktion wahrscheinlich hier auch. Oh. Gut, dann verbinden wir das hier. Naja. Am liebsten hätte ich so hier, Genossen, ne? Komm, dann reißen wir den Strom hier auch nochmal weg, dieses eine kleine Stückchen. Das kommt weg. Dann kommt der Straßenanschluss dahin, wo jetzt zuvor der Strom stand. Hier irgendwo wird es doch von der Höhe her passen, ne? Ja. Ja, schön ist das jetzt auch nicht, aber komm her, so irgendwie. Ja, so ist nice. Okay. Gebäude im Weg, was steht denn hier? Hier ist doch nichts. Ist das die Ecke von diesem Gebäude hier? Von dem hier?
Nee, hier ist ja Platz. Ah, das ist merkwürdig. Schauen wir nochmal. Fangen wir hier mal an mit der Richtung der Straße, Genossen. Ne? So, eben hast du mir doch hier eine kleine grüne Möglichkeit gezeigt. Ein bisschen runder als geplant. Nein, das Fragezeichen hier, das wollen wir nicht, Genossen. Dann ziehen wir das hier so durch. Und so. Okay. Dann hier noch die Kiesstraße. Sehr schön, Genossen. Dann kann hier auch der Strom wieder mit hin. Und wir haben hier ein kleines 250 Liter Fass dann erbaut, ne? Was mehr Sinn macht, ja. Ah, schade, oder nicht? Wieso denn nicht? Gebäude im Weg, was? Hier ist doch kein Gebäude im Weg. Oder doch? Nein. Hier ist nichts. Genossen, hier ist doch nichts. Hier. Ah, gerade hat er grün gemacht. Hier können wir machen. Okay. Okay. Naja. Das muss mal so ausreichen, Genossen, ne? Das muss mal so ausreichen. Das heißt, die Stromversorgung haben wir hier wieder hergestellt. Dann brauchen wir jetzt nur noch zwei Pipelines. Und der gesamte Umbau hier ist damit vollendet. Gebäude im Weg. Das ist hier ein bisschen Sabotage heute, habe ich das Gefühl. Guck mal her. Wollte ich hier alles von Hand heute machen, ja. Ne? Merkwürdig. Das hätte ich natürlich früher mal ausprobieren sollen, ob die Pipelines hier überhaupt legbar sind. Denn daran hängt ja hier das ganze Abenteuer, ne? Ja. Aber ich dachte mir, das sollte schon klappen. So. Ja gut, die geht ein bisschen klar, aber diese hier ist nicht wirklich schön, ne? Nee. Aber wie dem auch sei, Genossen, wir bauen die hier nochmal auf und schauen uns das an, wenn es fertig ist. Genau, das sollte die Treibstoffladestation dann hier für Kolditz sein, Genossen. Und solche Ladepunkte, das sieht toll aus hier mit dem Jentower, ne? Nachts habe ich den ja auch noch nicht gesehen hier. Ja, schauen wir uns nächste Nacht nochmal an, ja. Hier haben wir nämlich auch noch einen weiteren dieser Treibstoffladepunkte, den zeige ich euch hier. Das ist eigentlich die Einheit, die für Strausberg hier zuständig ist jetzt. Ja, hat auch einen Pumpladehafen. Dieses Fass wiederum für die Versorgung des Schiffsdiesels. Und versorgt dann auch hier die Vorratshaltung, die für die anderen Häfen hier zuständig ist. Ne? So dass dieses Fass hier auch eigentlich nicht mehr durch die Genossen von Minol versorgt werden muss. Im Gegenteil, hier sitzt im Hafen ja auch noch ein kleines Distributionsbüro mit dabei. Das holt sich da sogar noch Treibstoff, obwohl es das nicht mehr machen müsste. Das könnte man eigentlich auch mal ändern, Genossen. Ne? Ja. Dieses Fass für die Schiffe, dieses Fass ist für die Versorgung des Straßenverkehrs. Das seht ihr hier, dass hier ein Eingang vorhanden ist und die beiden Ausgänge jeweils an so eine Einbahn-Flüssigkeitsladestation mit angeschlossen sind. Ne? Schade, dass hier jetzt kein Verkehr unterwegs ist, denn diese habe ich mittlerweile auch schon zugewiesen. Da holen sich die Genossen hier von der Treibstoffdistribution, das ist dieses Minol-Office hier, ja, die haben diese Einheit hier als Ladepunkt verzeichnet. Ja, auf der anderen Seite habe ich ein zusätzliches Distributionsbüro errichtet. Das seht ihr hier, Genossen. Ja, was vielleicht ein bisschen overstaffed ist, aber damit können wir leben, ne? Denn diese Genossen hier sind mittlerweile zuständig für die Versorgung der Tankstellen hier auf dieser Seite. In Sowasi bei der LPG, dann hier in Leuna selber. Und auch in Klein-Kuwait, ne? Hier haben wir ja auch noch eine Tankstelle, die wird hier auch mitversorgt.
Ja, das machen die Genossen hier aus Leuna. Und ich meine, dass diese hier, ah ja, seht ihr selber, die ist auch mit dem Routenplan drin. Oder mit auf der Versorgungsliste, ne? Ja, diese wird auch hier versorgt. Das heißt, dass hier auch eine deutliche Entlastung unseres Minol-Distributionsbüros stattgefunden hat. Was auch gut ist, Genossen, denn das war wirklich an der Kapazitätsgrenze. Und auch die Genossen hier von der Gabelstaplerversorgung, ne, die den Treibstoff eigentlich für unsere Gabelstapler und so ein paar Außenstellen liefern, ja, die waren ja auch so gut wie nie zu Hause. Da war nie ein LKW auf dem Hof. Was ja auch heißt, dass die immer gut ausgelastet waren. Ne? Und auch hier habe ich ein paar Jobs rausnehmen können. Und aufgrund der Neuanlage dieses Distributionsbüros, ja, so dass hier auch ein bisschen, ja, dass die Geschäfte gemächlicher laufen jetzt, Genossen. Ne? Ihr seht es selber, die meisten stehen auch wieder auf dem Hof rum. Aber das ist auch okay so, Genossen. Die sind nur dafür da, eigentlich jetzt das, dass die Tankstellen befüllt bleiben. Und das machen sie eigentlich ganz gut, ne, Genossen. Weiter mit der Tankstellenversorgung geht's denn hier. Hier seht ihr ja auch, dass wir einen Pumpentladehafen haben in Berlikum. Und da ist ein Schiff hier für den Treibstoff zuständig. Das ist unser Treibstofftransporter. Davon habe ich eigentlich immer diese Tanker genommen mit den 850 Tonnen. Und das ist der Rohöltanker, Genossen, der dann direkt gegenüber in Leuna auch Rohöl lädt. Und das hier für unsere chemische Industrie zur Verfügung stellt, Genossen. Ne? Apropos chemische Industrie, die haben ja hier ihren eigenen Ladehafen. Und ihr seht es, Genossen, hier ist auch gerade ein Schiff angekommen. Hat sich mit Chemie beladen und fährt jetzt, dieses fährt ins westliche Ausland sogar. Denn, während der Bauzeit haben sich relativ schnell die Läger hier mit Chemie gefüllt, Genossen. Was dazu geführt hat, dass unsere beiden Chemiefabriken eigentlich hier die Arbeit eingestellt haben, weil die Lager voll waren. Und mittlerweile sind sie wieder entladen, das ist gut. Denn um die in Betrieb zu halten, hatte ich dann hier ein paar Schiffe zugewiesen, die jeweils nur 50 Tonnen Chemie dann abholen und die sozusagen direkt exportieren. Da machen wir auch, glaube ich, gut jedes Mal eine halbe Million. Können wir mal schauen hier von den Exporten her. Exporte von Ressourcen in den sowjetischen Block dieses Jahr. Dieses Jahr ist am August 84 die Chemikalien. Naja, da seht ihr es. Ein Export, zwei, drei in den sowjetischen Raum. Das sind lange Fahrzeiten für diese Schiffe, die ja auch nur 5 Knoten dann zurücklegen. Und in den westlichen Raum gab es jetzt auch schon Export, einen zumindest, sehr gut. Und dann können wir den Genossen im sozialistischen Ausland und den Kapitalisten da unsere Chemie verkaufen, die wir hier ja relativ umweltfreundlich herstellen, Genossen. Ja, und mal sehen, wie schnell dieser Turm wieder nachgefüllt wird. 100, ist er auf der Hälfte runter jetzt. 2x50 Tonnen haben die Schiffe abgeholt, okay. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Frequenz hier, solange wir jetzt noch keinen starken Verbrauch von Chemikalien in der Kunststoff- oder Stoffindustrie haben, ne? Genossen, apropos Stoffindustrie, denn in der letzten Episode hatte ich schon angekündigt, dass wir voranschreiten wollen und unsere eigene Kleidung produzieren müssen, Genossen. Das ist auch höchste Eisenbahn, denn ich denke, dass der Import von Kleidung und Elektronik eigentlich die letzten Importgüter soweit sind, ne? Was haben wir in diesem Jahr? Import. Hier ist der Import. Import und Export. Import von Ressourcen aus dem sowjetischen Block. Was haben wir da gekauft, Genossen? Wir haben elektronische Komponenten. Ja, dieses Jahr mal hier. Dieses ganze Jahr. Wir haben elektronische Komponenten gekauft. Oh, das geht aber. Das ist nicht so viel, ne? Warum hier noch Treibstoff? Weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist der eine LKW mit den 105 Tonnen war hier nochmal losgefahren. Ne? Bevor ich den gebremst hatte. Gut, aber eigentlich dürfte jetzt diesen Monat, was haben wir diesen Monat an Importen? Kleidung, Elektronik, Stahl. Ja, das war, was ich eben gekauft hatte. Genau. Okay. Ja, Elektronik und Kleidung sind die letzten offenen, dauerhaften Verbrauchsgüter, Genossen. Das heißt, wenn wir die Kleidung hier raus haben,
dann brauchen wir nur noch die Elektronik angehen und dann sind wir unabhängig von Importen. Und ja, das wäre ein Wahnsinn. Also das wäre ja schon mal ein großer Zwischenschritt. Ne? Und um das zu erreichen, Genossen, da möchte ich mit euch zusammen hier heute die Stoffproduktion auch an den Start bringen. Und da haben wir hier dann die große Stofffabrik und hier auch schon die Kleidungsfabrik, Genossen. Die Stofffabrik kennt ihr schon vom letzten Mal und die Kleidungsfabrik, ja, die haben wir auch schön hier in Eigenarbeit fertiggestellt. Die hat hier einen Eingangsspeicher für den Stoff, dann einen Ausgangsspeicher für die Kleidung selber, jeweils verbunden mit einer Straßenladestation. Ne, die seht ihr hier und hier ist noch ein bisschen Winterdienst mit dran. Ne? Daneben haben wir hier ein paar Parkplätze. Ja, sonst war es das im Großen und Ganzen. Geplant ist, hier die Feuerwehr nicht zu vergessen, das ist auch wichtig, ne? Geplant ist, die Arbeiterversorgung hier über diese eine Trolleybusstation abzuwickeln. Und zwar die Arbeiterversorgung sowohl für die Stofffabrik als auch für die Kleidungsfabrik. Natürlich zuerst den Stoff, ne? Den brauchen wir zuerst, Genossen. Aber damit möchte ich auch gleich starten, da sind wir auch gleich dabei. Zuvor wollte ich euch aber noch die Entwicklung hier in Eisenhüttenstadt zeigen, Genossen, denn auch hier sind wir im Rahmen der Verbesserung der Treibstoffdistribution ja darauf gekommen, einen weiteren Pumphafen hier anzulegen, der auch fertig gebaut worden ist. Zwei Schiffe habe ich hier auch schon beauftragt, Treibstoff hinzubringen. Die können jetzt derzeit aber natürlich noch nicht entladen. Ja, da hier leider die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Ne? Ihr seht die beiden Leitungen hier, die müssen noch errichtet werden. Was fehlt denn hier noch? Es geht hier auch relativ träge voran, Genossen. Ich befürchte aber, dass diese gewisse Langsamkeit auf die beiden laufenden Tunnelbauprojekte hier zurückzuführen ist. Hier seht ihr auch, hier werden die ganzen Arbeiter hingefahren. Kann ich den Tunnelbau hier nicht mal vorübergehend einstellen, Bau aussetzen? Ja, die beiden Tunnels werden nicht weitergebaut jetzt. Hier wird der Bau ausgesetzt. Jawohl, okay. Die Genossen hier, Eisenhüttenstadt, die sollen mal hier lieber das zweite Fass fertigstellen, die beiden Leitungen. Und hier ist nämlich die Straßenladestation für den Treibstoff hier auf dieser Seite. Hatte ich hier nur eine errichtet? Eine Straßenladestation? Ich glaube schon, ja, ne? Ja, denn hier haben wir noch ein Dieselaggregat sozusagen zur Unterstützung der Stromversorgung, was hier die Spitzenverbräuche abzumildern helfen soll, die entstehen, wenn die Schiffe ent- oder beladen jeweils. Ne? Denn verbrauchen diese Häfen ja unglaubliche Mengen Energie und um diese Volatilitäten auszugleichen, Genossen, da haben wir hier die relativ schnell hochfahrbaren Dieselgeneratoren mit angeschlossen. Und hier ist noch ein technischer Service. Ne? Der Winterdienst wird hier noch errichtet, Genossen. Ja, und sobald diese Stückchen hier fertig sind, dann kann auch hier der Treibstoff entladen werden. Ja. Ein Fass. Hier seht ihr es doch. Hier haben wir nämlich ein Fass. Mit Straßenladestation habe ich, hier habe ich die zweite Straßenladestation. Ich dachte doch, ich habe doch zwei hier gebaut, weil ich eigentlich hier auf dieser Seite mit Eisenhüttenstadt mit die stärksten Verbräuche von Treibstoff erwarte. Und um die Kapazitäten hier von Anfang an möglichst gut angelegt zu haben, da haben wir hier nämlich zwei von diesen Gebäuden, ne? Genau. Das heißt, das eine hängt hier mit dran, an diesem Fass. Das könnte doch eigentlich schon gefüllt werden, das Fass, ne? Seht ihr hier? Hier, das könnte schon gefüllt werden. Wahrscheinlich haben wir keinen Strom, ne? Ja, das ist es, genau, das ist es, Genossen. Hier haben wir noch keine Elektrizität, ja. Aber da warten wir eigentlich, bis dieser Generator hier fertig ist. Ja, da warten wir, bis dieser Generator hier fertig ist. Die Zeit haben wir noch. Was ist sonst passiert hier in Eisenhüttenstadt, Genossen? Die Bauarbeiten im Regierungsviertel gingen weiter. Ihr seht es hier, musste ich das eine Gebäude nochmal abreißen. Das hatte ich versehentlich verkehrt herum gebaut. Oder mir gefiel es so rum nicht mehr. Das wird so rum hier nochmal neu errichtet. Und Genossen, es ist mittlerweile ja unglaublich, aber wahr.
Der erste Bahnhof steht hier zur Errichtung an. Denn gerade das Regierungsviertel muss ja an den internationalen Fernverkehr angeschlossen sein, auf jeden Fall erreichbar sein. Gerade auch, man denke an Staatsbesuche im Zug aus Korea oder sonst wohin da, sonst woher. Ne? Da wollen wir einen anständigen Bahnhof haben, der auch ein bisschen was hermacht, Genossen. Und da haben wir hier diesen schönen Bahnhof errichtet. Oder sind besser gesagt dabei. Die Gleise plane ich denn eigentlich hier lang zu legen, so dass hier noch ein weiteres Siedlungszentrum sozusagen mit angeschlossen werden kann und auf jeden Fall hier ein Pendelverkehr stattfinden kann. Gleichzeitig im kommenden Tourismus-Update ist ja geplant, die Grenzstation auch als Anlaufpunkte für Touristen auszulegen. Und es zu ermöglichen, diese dann per Eisenbahn oder Bus, wie auch immer, dort abzuholen und ihnen einen vergnüglichen Aufenthalt in unserer sozialistischen Volksrepublik zu bescheren, Genossen. Ne? Das ist also die Voraussicht dafür, denn grundsätzlich stehe ich der Personenbeförderung auf dem Gleise ja aufgeschlossen gegenüber, Genossen. Aber da in dieser Episode oder in dieser Serie, besser gesagt, in diesem Game, möchte ich die Züge und die Waggons, die Loks, das möchten wir eigentlich selber bauen, Genossen. Ne? Von daher plane ich hier, wo ja unsere Stahlindustrie angesiedelt ist, eigentlich auch irgendwo dann die Produktion der Schienenfahrzeuge mit anzusiedeln, Genossen. Ne? Und dann mal sehen, wie das klappt mit den Baubüros, die sich hier mit dem Aufbau der Gleisinfrastruktur beschäftigen, Genossen. Ja, aber gut, das ist jetzt nachgelagert, das ist nicht prioritär. Prioritär ist jetzt eigentlich hier, dass mal die Treibstoffversorgung fertig wird, ne, und diese Projekte hier. Und jetzt seht ihr auch, dass die Busse die Arbeiter hier völlig zurecht an diese Baustellen bringen und nicht hier an die Tunnels, die jetzt noch nicht wichtig sind, ne? Der eine endet hier halt, der kommt hier raus, Genossen. Könnt ihr euch ja mal anschauen, hier. Und der andere durchquert den Hügel dann und geht hier hin, ne? Genau, beide laufen halt unter dem Denkmal entlang. Und auch am Denkmal werden gute Fortschritte gemacht, Genossen. Das seht ihr hier, die Bauarbeiten hier gehen immer weiter voran. Zwar langsam, aber beharrlich und beständig. Und wenn das mal eines Tages hier fertig ist und eingeweiht wird, ne, dann gibt es hier auch eine schöne Führung durch. Aber das ist bislang hier noch nicht spruchreif, seht ihr ja. Die Bauarbeiten hier müssen noch vorangehen. Ne? Da wollen wir uns jetzt nicht den Spaß schon mal nehmen lassen. Hier seht ihr 5. September, die Erde wird schon wieder rot. Ne? Das Grün verschwindet, der Herbst ist sozusagen eingeleitet. Und die offenen Bauarbeiten hier hatte ich euch auch noch nicht gezeigt. Nee, ne? Hier haben wir zwei neue Gebäude. Das sind Wohngebäude. Die kamen auch neu in den Workshop. Das sind die Häuser der Freundschaft, hießen die, glaube ich. Ne? Ja. Und da diese vom Baustil hier so ähnlich sind wie diese, ja, wie nennt man das? Zuckerbäcker-Stil oder so, ne? Von diesem Gebäude, da hatte ich hier die beiden da links und rechts mit in Auftrag gegeben, in der Hoffnung, dass das ein schönes Emblem bildet, aber werden wir mal sehen, ob das so herauskommt. Ja, des Weiteren geht der Straßenbau hier langsam voran und wenn ich hinterherkomme, dann werde ich auch hier ab und zu der neue Straßen zuweisen. Es sollen natürlich auch nicht so viele sein, dass hier der ganze Verkehr zum Erliegen kommt, Genossen. Ihr seht es hier, die Straße wird benutzt, dieser Parkplatz auch. Aber hier diese, ja, da weiß man gar nicht, ob man die Straße braucht. Ja, die sind beauftragt hier, werden aber derzeit noch nicht ausgeführt. Ja, hier sind genug Straßenbauaufträge offen, an denen die Genossen sich abarbeiten können. Und wir werden derweil... Ah, das hatte ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Dieses schöne Gebäude hier, Genossen. Das ist ein Rathaus, ne? Und war mir ins Auge gefallen, weil es erneut hier wieder schöne Mosaike abbildet oder an der Außenfassade darstellt, ne? Da seht ihr hier die
den sowjetischen Soldaten, also den Großvatersoldaten, der hier seinen Enkel und was ist das? Ist das auch seine Tochter? Das ist auch ein Junge, ne? Das sind wohl seine beiden Enkel. Dieser hier hat was hat der? Der hat ein Presslufthammer in der Hand. Und hier sein Henkelgefäß, wo das Essen drin ist. Also das ist ein Bauarbeiter sozusagen. Er ist auf jeden Fall ein Veteran vieler Kriege. Und der Junge strebt ja schon in der Uniform quasi auch in die Rote Armee hier, ne? Und hier auf der anderen Seite, was haben wir da? Genau hatte ich mir die Bilder mir auch noch nicht angeschaut. Aber da haben wir den planenden Wissenschaftler. Sowohl Wissenschaftler als auch Wissenschaftlerin. Sie hat hier so ein Messinstrument in der Hand, ne? Und er hat hier den Plan vor Augen. Ja, Genossen, also ein wunderschönes Gebäude, auch in der Außendarstellung wieder entsprechend unseren propagandistischen Zielvorstellungen völlig gut hineinpassend hier, und deswegen hat sie auch diesen Ehrenplatz bekommen, Genossen. Ehrenplatz deswegen, da diese Sichtachse hier in Richtung des Regierungssitzes sozusagen, da die ja auch nicht wirklich mehr verbaut werden wird, ne? Na klar, kommen hier noch Gebäude hinzu, aber dieser zentrale runde Platz hier wird erhalten bleiben, und ich denke auch, dass ich diesen Platz hier in irgendeiner Form bebauen werde, so dass es als zentraler Aufmarschplatz, klingt jetzt so martialisch, aber dass es als zentraler Platz erhalten bleibt, ne? Dann wird dieses Grundstück hier wird nämlich mal sehr prominentes Grundstück sein, hier mitten an dem zentralen Zufahrtsplatz. Nur noch seht ihr, liebe Genossen, da sind die laufenden Arbeiten hier. Das ist noch nicht im vollen Betrieb, aber das haben wir auch nicht anders erwartet. Ne? Was ist sonst hier passiert in Eisenhüttenstadt? Hier geht der Straßenbau weiter voran, das habt ihr gesehen. Die Tunnels hatte ich euch schon gezeigt. Ja, und ansonsten hier bei den Koreanern läuft auch alles gut. Ne? Der Markt ist versorgt. Ja, der Markt ist versorgt mit Essen, Elektronik und Fleisch. Das ist alles gut. Jawohl, Genossen. Sehr schön. Dann habe ich euch das hier, denke ich, ausreichend genug gezeigt. Ja, ne? Hier gehen die Bauarbeiten weiter voran. Eigentlich, wenn wir Stromversorgung herstellen könnten, dann könnten die Schiffe schon losfahren und... Stromversorgung können wir relativ schnell herstellen, ne? Wenn das hier mal fertig ist. Wir warten darauf, Genossen. Wir warten, dass dieser Dieselgenerator da fertig wird. Und in der Zwischenzeit hoffe ich, dass wir zusammen es schaffen, Genossen, hier die Produktion in Betrieb zu nehmen. Oder nicht? Wie sieht's denn aus? Schauen wir doch mal astral. Gucke doch mal nach. Wir haben hier die Chemikalien jetzt für die Stoffproduktion. Wir brauchen Pflanzen. Die haben wir hier in unserem Speicher. Der füllt sich auch knapp 17.000 Tonnen, seht ihr. Ja, das heißt, hier kann die Produktion starten. Strom ist vorhanden, jawohl. Dann werden wir hier jetzt ein paar Trolleybusse einsetzen. Hier stehen noch welche, Genossen. Dann nehmen wir uns diese, sagen, dass sie an unserer neu errichteten Haltestelle, das ist diese hier, da sollen sie starten und ja, hier hinfahren, Genossen. Ne? Und auf dafür, los. So, und dann werden wir das den anderen auch sagen. Hier, drei haben wir hier noch übrig. Die weise ich jetzt auch noch zu. Okay. Und dann starten wir diese auch. Ah, da müssen wir auf das Depot gehen für, ne? Genau. So, einen habe ich davon gestartet, Genossen. Dann möchte ich dieser Haltestelle noch sagen, dass derzeit bitte nur die Stofffabrik versorgt wird. Okay. 100% gehen zur Stofffabrik. Sehr gut. Ja, und wenn... hier müssten wir aufpassen, Genossen, ne? Müssen wir hier aufpassen? Nein. In einem dieser Lager, da muss ja... Hier muss der Stoff hin. So sieht's aus, oder, Genossen? Ja, hier muss der Stoff hin. Die Chemie wird hier entladen. Er holt hier die Chemie und entlädt sich hier. Jawohl, das ist gut. Und die Stoffproduktion... Ja, hier raucht's jetzt, Genossen, ne? Hier qualmt's jetzt.
Ja, ihr seht es hier. Wir hatten gesagt, auf ein Viertel können wir die Stoffproduktion hochfahren, 125 Mann, aufgrund der Versorgung hier mit den Pflanzen, die ja nicht so wirklich die volle Kapazität der Stoffproduktion zulässt. Dann kann man hier irgendwo sehen, wie schnell die Pflanzen jetzt... Na, hier wird immer noch beladen. Ne? Hier sind natürlich immer LKWs am Laden. Wenn mal gerade keiner da ist, dann könnte man das Abfallen mal beobachten. Aber das geht just 82... Haben wir mal eine Pause. 91... Ja. Verbraucht ordentlich Pflanzen, Genossen. Verbraucht ordentlich Pflanzen hier. Aber völlig zu Recht, Genossen. 2 Tonnen Stoff sind schon fertig. Sehr gut. Das heißt, dieser Stoff, der jetzt, der müsste hier sein, ne? Ist der hier? Ja, hier, genau. Okay. Ah, 12 haben wir hier schon gelagert. Die 2 Tonnen waren nur die, die in der Fabrik sind. Das heißt, dass wir jetzt den Stoff hier aus dieser Straßenladestation heraus... Ja... Hier können wir nämlich sowohl aus der Fabrik, also in die Fabrik, als auch aus dem Lager laden. Jawohl. Also holen wir uns das hier ab, Genossen, oder? Ja, holen wir uns hier ab. Und den Stoff schaffen wir hier hin, oder? Weil hier ist der Ausgang der Straßenladestation. Das wäre der kürzeste Weg hier. Ja, der Stoff. Wie machen wir das, Genossen? Da greifen wir uns einfach... geschlossene LKWs, da weisen wir jetzt kein Distributionsbüro zu. Da greifen wir uns hier geschlossene LKWs. Hier ist überall noch ein bisschen Reste von irgendwas drin. Aber ich wollte die nicht wegwerfen, weil wir die jetzt auch nicht mehr kaufen können. Das ist nämlich eigentlich relativ schade, ne? Dass die nach einer Zeit dann, wie soll man sagen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Man sollte doch davon ausgehen, dass die alten Fahrzeuge immer, dass man irgendwo welche noch herbekommt. Aber wir können das ja früher oder später selber produzieren, Genossen. Von daher mache ich mir da jetzt keine Sorgen drüber, dass wir da einzelne Fahrzeuge nicht wiederbekommen sollten. Hier, was können wir hier reinpacken, Genossen? 3,5 Tonnen Stoff, reicht das? Ja, oder? 3,5 Tonnen Stoff. Obwohl das so ein... Was nimmt denn unser W50 hier? Viel mehr, 6,5 Tonnen. Ja, dann nehmen wir ein W50 hier erstmal. Das sollte ausreichen. Ein W50, dem sagen wir, dass er hier in Berlikum direkt in der Straßenladestation den Stoff abholen soll. Wo waren wir? Hier waren wir, Genossen, ne? Das ist die Straßenladestation. Hier bitte beladen, Stoff. Also, na, nicht Kleidung, Astral, pass auf. Ah, hast ja recht, Stoff. Stoff musst du laden, das sind so Rollen. Ah, diese hier, ja, okay, gut. Das heißt, die haben wir jetzt und hier entladen, ne? Ja, warten bis entladen, das ist der Trick. Und hier auch warten bis beladen, eigentlich, ja, will man nicht, ne? Muss nicht sein, wir gehen ja davon aus, dass das Lager sowieso immer voll ist, aber sagen wir jetzt mal, beladen, 100, okay, warten bis entladen. Gut, nice, Start. Reicht da ein Fahrzeug, Genossen? Reicht ein Fahrzeug, ja, ne? Ein zweites ist nicht verkehrt, glaube ich. Ein zweites Fahrzeug, das eine muss mal tanken, geht vielleicht mal kaputt oder sonst was. Ein zweites, Genossen. Jetzt habe ich hier das Fenster noch offen. Und diese Straßenladestation wäre denn, selbst wenn beide Fahrzeuge da stünden zu laden, ja, nur zur Hälfte besetzt. Das heißt, dass noch 2 freie Ladepunkte wäre. Wenn nicht, müsste man den anderen Genossen sagen, dass sie zur Not den Stoff denn direkt in der Fabrik laden oder direkt am Lager laden. Aber da müssen wir mal schauen. Also holen wir jetzt noch so einen geschlossenen LKW. So. Und dem weisen wir auch nochmal diese Route zu. Auch nochmal den Stoff rüberfahren, ne? Stoff rüberfahren, hier Genossen. So, Fahrplan übertragen, jawohl, haben wir gemacht. Und auch du, Genosse, fährst diese Route, gut so. Okay. Ja. Schauen wir mal die Stoffproduktion uns hier an. Läuft. Pflanzen sind da, Chemikalien sind da, Stoff wird produziert, sehr gut. Und wir haben jetzt auch die Abholung des Stoffes geregelt. Ne? Und sobald hier nämlich der erste Stoff vorhanden ist in unserer Kleidungsfabrik, haben wir hier schon Stoff? Nee, haben wir noch nicht. Natürlich nicht, weil wir haben ja gerade erst die LKWs zugewiesen.
Obwohl, die ersten Kilos müssten ja jetzt hier bald ankommen, ne? Ja, hier sehen wir, eine Fuhre wurde schon angeliefert. 6 Tonnen Stoff sind vorhanden, Genossen. Heißt das etwa, ja, das heißt es, ne, dass wir sagen können, hier an dieser Bushaltestelle, bitte lass auch die ersten Arbeiter hier in die Kleidungsproduktion. So. Naja, 50-50 ist ein bisschen zu viel, oder? Wie viele? 250. Wie viel verbraucht er hier pro Tag? 3,8 Tonnen? Ne, 8,8 Tonnen, ne? Also ich kann das nicht lesen von hier aus. Maximale Produktion 3,8 Tonnen. Verbrauch bei maximaler Produktion sind 7,5 Tonnen. Wie viel erzeugt er denn hier? 25 Tonnen durch 4. Naja, da hast du ja deine 6,5. Bisschen weniger, ne? Ja. Also können wir das eigentlich so laufen lassen, Genossen, ne? Ein Viertel Maximalproduktion. Ein bisschen weniger, Genossen, denn wir brauchen ja den Stoff auch noch für andere Zwecke. Also gehen wir mal auf maximal 150 jetzt hier, würde ich vorschlagen. Erstmal, ne? Wollen wir mal sehen, wie das läuft. Das heißt, dass wir jetzt unsere erste eigene Kleidung erzeugen. Hier wird der Stoff angeliefert. Das läuft, die Menge begrenzen. Ja, ich will nicht, dass hier nämlich noch, wenn das Lager mal voll ist, hier noch Kleidung mit reingehauen wird. So, jetzt sagen wir 100% dieses Lager für Stoff benutzen. Und dieses hier 100%ig für die Kleidung, ne? Ja, das müssten wir auch noch sagen, Astral. Stell das mal ein, okay. Also nur Kleidung lagern, jawohl. Und zwar zu 100%. Sehr gut. Jo, dann haben wir jetzt die eigene Kleidung, Genossen. Und den eigenen Stoff auch. Gut, was heißt das in der Konsequenz? Die Verbraucher bisher für Stoff. Das ist hier unsere Werft, ne? Die hat hier einen Vorrat von Stoff, 35 Tonnen, okay. Das heißt, ich kann dem Distributionsbüro für die Werftversorgung, ist das das hier, ja, ne? Entladen, wo entlädt er hier? Lager, Stoff, Werft, genau. Er entlädt Stoff im Lager und jetzt müssen wir ihm sagen, dass er das nicht mehr von der Grenze holen soll. Hier seht ihr das nämlich, Frankfurt-Prag ist die Grenze. Hier ist Stoff mit angehakt, das Hakern war ab. Jetzt holt er nur noch Elektronik dort ab. Genau, die Elektronikproduktion haben wir ja leider nicht. Aber den Stoff, das heißt, ich werde diesem Distributionsbüro eine neue Verbindung zuweisen in der Straßenladestation hier drüben. Hier, ne? Nee, Stoff haben wir gesagt, nicht Kleidung. Astral, pass auf. Pass auf, hier kommt der Stoff her. Genau, hier kommt der Stoff her und hier laden wir den. So. Hier die Straßenladestation haben wir und hier müssen wir jetzt auch sagen, dass hier Stoff geladen wird. So, okay, nur Stoff, sehr gut. Das heißt, dass die Werft jetzt Stoff hat? Ja, theoretisch ja, okay. Und die erste Kleidung ist ja auch produziert. Das heißt, dass unser Distributionsbüro hier, was für die Versorgung der Bürgerwaren zuständig ist und was ehrlich gesagt nicht gut hinterherkommt, Genossen, das ist auch wieder sowas, was verbesserungsfähig ist und ausbaubedürftig, müsste eigentlich noch die Verbindung haben, auch hier, Colditz-Grenze, nee, Frankfurt-Oder, ne? Frankfurt-Oder müsste er mit drin haben, hier, Frankfurt-Prag, genau. Und versucht hier Kleidung zu laden. Das soll er nicht mehr machen. Das heißt, den Haken können wir hier rausnehmen. Und Kleidung kannst du jetzt... Cannot assign more buildings. Das ist natürlich blöd, ne? Ja, vielleicht sind das auch die falschen Gebäude. Sind natürlich die falschen Gebäudetypen hier, ne? Will ich mal hoffen, Genossen. Will ich mal hoffen. Zeig mal. Wir bräuchten doch nur diese Straßenladestation hier noch. Oh, wo ist sie jetzt? Verschwindet sie in der Dunkelheit? Ne, hier ist Chemie. Hier, Genossen. Wir bräuchten diese Straßen. Ah, die will er nicht mehr. Okay. Also, wir müssten eine Verbindung hier rausnehmen. Frankfurt oder können wir noch nicht rausnehmen, ne? Hier ist noch Elektronik. Hier ist noch Elektronik abgeholt. Können wir hier irgendeinen Pub rausnehmen? Colditz Rural Pub. Colditz Straßenladestation B-Laden. Naja, da holt das Essen ab, das ist auch wichtig.
Hier holt er den Alkohol. Strauß Begrina, Colded Shop 3, Valoka Small Shop. Ja, ich denke, ich werde hier eine der Kneipen jetzt mal vorübergehend rausnehmen, Genossen. Valoka Kneipe. Na, versuchen wir das mal zu erinnern. Ich werde es bestimmt vergessen und irgendwann sitzt die Kneipe auf dem Trocknen. Aber das ist mir jetzt wert, damit wir die Stoffabholung hier zuweisen können. Wir haben jetzt einen freien Punkt gehabt, den habe ich zugewiesen. Und Astral, das war ein Fehler. Fehler. Remove this connection. Jawohl, habe ich entfernt. Wir wollen nicht die Stoffabholung, wir wollen die Kleidungsabholung zuweisen, Genossen. Und das müsste dieses Distributionsbüro sein hier. Hier müsste Kleidung verfügbar sein. Okay. Na, gesagt haben wir es jetzt, ne? Ja, Kleidung ist verfügbar. Sehr gut. Das sieht gut aus, Genossen. Dann schauen wir mal rüber nach... ja, das ist fantastisch. Schauen wir mal rüber nach Eisenhüttenstadt. Denn auch hier, diesem Büro, was, also Distributionsbüro, was hier für die Versorgung der Bürgerwaren zuständig ist. Ah, da hätten wir jetzt auch sagen können, du kannst gleich die Kneipe hier mit übernehmen, ne? Weil er weiß ja auch, wo er den Alkohol holen soll. Ja, das ist eine gute Idee, Genossen. Also rausgenommen hatten wir gerade Valoka Kneipe. Das heißt, was ich jetzt brauche, Genossen, ist die Information, wo sich das Gebäude Valoka Kneipe befindet. Und jetzt schauen wir mal hier auf der Karte bei den Gebäuden. Bei den Gebäuden, Astral. Dann guckst du mal bei der Kneipe. Wo sind hier die Kneipen? Hier sind die Kneipen. Und hier müssten wir die jetzt irgendwie markiert sehen auch. Sehen wir die hier irgendwie markiert? Naja, nicht wirklich, ne? Was ein bisschen schade ist. Also Valoka Kneipe ist aber dieses Gebäude hier. Ja, das ist dieses hier. Okay, wo steht das denn? Genossen, wo steht das denn? Aha. Das ist direkt hier an der Bushaltestelle. Das ist quasi die Trinkhalle am Bahnhof, am Busbahnhof, am Zopp. Die merken wir uns mal, Genossen. Na, die müssen wir uns nicht merken. Die haben wir gesagt, die wollen wir direkt der Distribution hier in Eisenhüttenstadt zuweisen. Ist zwar ein bisschen weiterer Weg dann, aber für das bisschen Alkohol, was die hier verbrauchen. Also, dann haben wir die Kneipe wieder versorgt. Dann können wir das aus der Liste der zu merkenden Sachen streichen. Die Genossen, hier wird es auch hochgefahren auf 80%. Und wir wollten aber sagen, dass du Kleidung nicht mehr in Frankfurt-Oder abholen musst, wie es hier noch angegeben ist. Den Haken haben wir jetzt rausgenommen und weisen die Straßenladestation hier als Kleidungsversorgung zu. Jawohl, das haben wir jetzt hier mitgemacht. Ne? Ist dann unsere ganze Republik hier umgestellt auf Heimatkleidung? Ja, Genossen, das müsste es sein, ne? Das ist vielleicht ein kleiner Schritt für andere, aber ein großer Schritt für unsere Republik, Genossen. Denn wenn ich mich nicht irre, würde das ja jetzt bedeuten, ja, dass wir eigentlich keine Kleidung mehr importieren müssen, ne? Ja. Ja, Astral, das heißt es ja auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stromversorgung seht ihr hier. Könnte man verbessern. Kann man auch verbessern. Ist auch möglich, denn wir haben ja hier die geothermalen Kraftwerke, Genossen. Die hatte ich euch, glaube ich, eingangs gezeigt, ne? Dass ich hier ein Geothermalkraftwerk und hier zwei habe. Jeweils, hier ist einmal Strom und einmal Heizung für dieses Gebiet hier, ne? Hier haben wir nur die Elektrizität und gleichzeitig versorgen diese Kraftwerke hier auch unsere Trolleybuslinien unabhängig, Genossen. Was auch wichtig ist für den Fall, dass hier unsere, ja, die Nahverkehrsversorgung zusammenbricht für diese Kraftwerke hier, ne? Und da hingen ja zuvor auch die Trolleybusse mit dran, die wiederum diese Kraftwerke versorgt haben, Genossen. Von daher, ja, habe ich das auf eine unabhängige, auch ressourcenunabhängige Stromerzeugung umgestellt, ne? Was ja diese Erdwärmekraftwerke darstellt, Genossen. Und ich muss mal sagen, dass mir das richtig gut gefällt hier mit dem Jentower hier als neuestes, prominentes Gebäude hier bei uns in der Republik, Genossen. Ja, ne? Macht was her. Macht was her, Genossen. Ja, hier unser Ostseeviertel. Das wird wirklich eine schöne Plattensiedlung.
Ja. Und gleichzeitig möchte ich sie hier hinten denn auch offen lassen. Das heißt, hier, das bleibt auch so, ne? Das ist auch eins der, ja, wie soll man sagen, eins der Signature Buildings von Strausberg dann. Was direkt hier jeden Besucher, der aus Neu-Waloka hier glaubt, hier reinfahren zu müssen, dann begrüßt, Genossen, ne? Ja, die Kraftwerke kann ich euch auch mal zeigen. Hier auch ganz, ganz nette Bemalung oder nette Verzierung hier mit auf den Tanks mit angebracht oder auf den Ausgleichsbehältern, was immer das da ist, ne? Und die Arbeiterversorgung seht ihr ja auch, das läuft alles hier über Fußwege, das heißt, da müssen wir auch keinen Aufwand betreiben. Und auch die Verschmutzung hält sich ja bislang auch in Grenzen, soweit ich informiert bin jedenfalls, ne? Können wir schauen, ich hatte hier nämlich ein Verschmutzungsding mit hingestellt, gucken wir mal. Naja, bisschen Verschmutzung erzeugen sie denn doch, ne? Also hier beim Jentower sieht man auch schon, dass das Grün so langsam gelb wird, aber im Vergleich zur Kohleindustrie, zu Kohlekraftwerken oder anderen Formen der Energieerzeugung ist das natürlich schon übersichtlich Verschmutzung, ne? Da können wir mit Leben, Genossen. Denn auch unsere Doktoren und Krankenschwestern hier wollen was zu tun haben und ihr seht es, das haben sie hier mit 5, 6, 7 Besuchern jeweils. Ja, die halten denn unsere Leute ganz gesund, ne? 42.000 Mann sind wir jetzt. Ja, im letzten Winter, Genossen, da waren wir dann doch wieder runtergefahren, glaube ich, auf 36, 37 ungefähr. Wie ist denn dieses Jahr hier von der Bevölkerung her? Ist das dieses Jahr? Ja, dieses Jahr Bevölkerung, ne? Naja, ihr seht es hier, dieser Balken hier sind die 40.000, das heißt, gestartet waren wir hier mit 36 rund, das war wirklich der tiefste Punkt, dann mit 35,8 ungefähr. Und seitdem steigt es ja wieder signifikant an hier, ne? 35,8, jetzt sind wir bei 42.000, das heißt, dann haben wir ja doch schon wieder über 10% Zuwachs erreicht. Und ich denke, dass diese Rückgänge auf die noch nicht flächendeckend mit Heizenergie versorgten Eisenhüttenstädter zurückzuführen sind. Ne? Ich fliege da mal schnell rüber, um euch das zu zeigen. Denn hier so rund um den Regierungssitz und hier beim Radio, hier, wo waren das hier? Wo waren das hier, Genossen? Hier diese Gebäude sind das, die noch nicht gut mit Heizung versorgt sind. Ne? Hatte ich das hier noch nicht fertig gebaut? Ja, angeschlossen ist das ja hier, oder? Angeschlossen ist das hier, das geht hier hin und hier hin, okay. Naja, vielleicht ist er hier überfordert? Nee, eigentlich auch nicht, ne? Eigentlich auch nicht, Genossen, aber ihr seht, dass diese hier bei 103% liegt, dieser Wärmetauscher. Und ja, dieses Gebäude hier braucht auch relativ viel, glaube ich. Ja, 100 Kubikmeter, Genossen, seht ihr, selbst jetzt mit minus 5 Grad, na, wir rutschen in den November rein, es wird gerade wieder kalt, ne? Ja, ja, ist der nächste Winter. Zerstört ein Gebäude, was denn? Klein Kuwait hat's mal wieder. The Circle of Life, Genossen, hat's mal wieder eine Ölplattform hin niedergerissen. Ja, die baue ich uns aber direkt wieder auf, oder? Oder genau. Ja, sonst vergisst ihr das, Astral. Mach mal lieber jetzt schnell. Okay, also, neue Ölplattform. Ja, Plattform. So ein großes Wort hier. Da hatten wir die Minen genommen. Wo haben wir sie jetzt hier? Mine. Da sind sie so. Und hier. So ungefähr muss das ja gestanden haben. So. Und dann brauchen wir noch ein bisschen die Pipeline da dran. Ach Genossen, das läuft hier auch auf schnell die ganze Zeit. Das wollten wir eigentlich nicht. Aber egal. Und das ist die Pipeline hier. Okay. Naja. Schließen wir das hier nochmal. Geht nicht. Na gut. Also noch ein kleines Stückchen weg hier. Okay. Ich hoffe, hier kommt auch jemand hin und baut das auf, Genossen. Weil normal würde ich das kaufen. Aber ja, ihr seht es. Hier ist niemand. Hier kommt niemand, ne? Ja, wahrscheinlich wegen der Straße. Astral, haben die sich keine Straße selber gezogen hier? Nee, haben sie nicht. Ah. Eine andere Infrastruktur steht im Wege.
Sag mal, ist das jetzt hier ein Running Gag? Eine andere Infrastruktur steht im Wege. Hier steht doch nichts, Genossen. So. Merkwürdig. Und das geht. Und das geht auch. Okay, Beton können wir bauen. Betonstraßen können wir bauen. Sehr gut. Das wollte ich ja jetzt mal austesten. Und die... Bis wohin ging ja die hin hier? Ach, das war eh am Ende hier der Welt. Deswegen, okay. Ja, ist auch klar, dass die Feuerwehr hier nicht mehr hinkommt, Genossen. Ne? Ah, jetzt geht's. Okay. Ja gut, dann kaufe ich das hier schnell. Denn wenn die Feuerwehr hier nicht mehr hinkommt, dann kommen hier unsere Baubüros erst recht nicht hin. Aber früher oder später werden wir dieses Ölfeld natürlich hier auch von der anderen... Eigentlich ist bis hierhin ist alles noch ölreich. Ne? Das können wir alles noch ausbauen. Und unseren Wirtschaftskreislauf hinzu... Oh, Genossen, hier ist das nächste Feuer. Das ist ja ein Drama, jagt ja euch das andere. Ja, hier müsste aber jetzt auch die Feuerwehr mal an den Start kommen. Ja, da kommen sie auch, Genossen. Und die löschen das, aber 100 pro löschen die das. Ah, da ist ja auch schon ein Fahrzeug, ist ja auch schon da, sehe ich. Ja. Und das Feuer ist gelöscht, sehr schön. Genau, das ist eigentlich der Winterdienst hier für Leuna. Ne? Die bräuchten noch Fahrzeuge, dann könnten die eigentlich auch mitmachen. Ein paar Fahrzeuge gebe ich ihnen jetzt schon mal, nachdem sie mal erfolgreich nicht abgebrannt sind. 4 von den W50, jeweils mit Schiebeschild. Und dann können sie sich hier an der Schneebeseitigung im Winter nämlich beteiligen, Genossen. Was ich aber jetzt gesehen hatte und worüber mich nur das Feuer ein wenig hinweg ablenkte sozusagen, sind die mangelhaften Aufforstungen unseres verbrauchten Baumbestandes hier, Genossen. Da werden wir jetzt mal händisch hinterhergehen und da ist die Stunde schon wieder rum, Genossen. Das ist Wahnsinn, oder? Also wenn ich mir nicht diese Uhr stellen würde, ich könnte mit eine Stunde ist ja wirklich nichts. Ich könnte das hier mit euch locker 2-3 Stunden durchziehen. Aber das geht natürlich nicht, Genossen. Das geht natürlich nicht. Dennoch, wir werden hier jetzt mal die Aufforstung insoweit durchführen, als dass diese Ringe erneuert werden. Denn hier seht ihr mal, hier ist die Grenze quasi. Ja, was heißt die Grenze? Also hier ist der Wirkbereich unserer Holzfällerbetriebe. Und die fangen halt immer außen an in ihrem runden Arbeitsbereich und arbeiten sich dann da innen durch, Genossen. Ne? Und wenn man das Ganze, ich glaube, hier hatten wir auch schon mal eine Pumpe verloren, oder? Sehe ich das verkehrt, Genossen, hier. Hier müsste doch auch noch eine Pumpe stehen. Ja, ne? Aber die scheint ja anscheinend schon länger weg zu sein, weil hier ist ja auch keine Pipeline irgendwo im Wald versteckt, oder? Ja, die ging hier mit ran, die Pipeline, Genossen. Ja. Das heißt, dann sollten wir hier auch noch die Pumpe erneuern, wo wir schon mal gerade hier sind in der Gegend. Sonst ströper ich ja auch nicht hier durch den Wald, Genossen. Ne? Dann ziehen wir das hier, was heißt ziehen wir ab, dann reißen wir das ab. Stellen hier noch einmal auch eine neue Pumpe mit hin, das ist diese hier. Und schließen die, hier ist rot, Genossen, hier ist ja, eigentlich könnte die Pumpe besser hier auf diese Seite, ne? Schaut mal, hier, wenn ich sie hier hinstelle, hier ist ja alles rot, hier ist ja schon was. Hier ist ja schon. Allerdings hier dagegen. Hier würde Sinn machen irgendwie. Ja, hier, ne? Genossen, hier. Was spricht dagegen? Dagegen spricht nämlich, dass hier diese Pipeline ist. Das habe ich jetzt mal weggerissen, recht großzügig. Jetzt stelle ich die hier hin. So. Das heißt, hier ist der Bauauftrag erteilt. Ah, das war... Oh, ja, Genossen. Das heißt, hier war auch schon mal eine abgebrannt. Hier ist ja auch ein Straßenabschnitt nicht... das heißt, hier müsste ich auch noch mal ran. Also hier brennt ja eine Pumpe nach der anderen ab und ich kriege das ja nicht mit, Genossen, weil... bei der Vielzahl der Meldungen man ja doch nicht hinterherkommt, denn alle auszuchecken.
Und dann werde ich ihm hier jetzt auch sagen, okay, diese Plattform, ja, die soll eigentlich nur hier hinwirken. Ne? Aber ich will jetzt nicht die Pipeline über die komplette Autobahn legen, Genossen. Denn nehmen wir lieber eine geringere Produktivität in Kauf hier. So. Ja, schön ist das jetzt. Naja. Und legen hier die Pipeline wieder ran. Hier haben wir die Genossen. Ach, das war die Pipeline, die ich gerade abgerissen hatte, ne? Wahrscheinlich. Oh, jetzt fängt es auch wieder an zu schneien. Der Winter ist wieder da, Genossen. Ah. Und legen die hier wieder durch den Wald ran. Okay. So, das haben wir. Und gleichzeitig müssen wir aber auch diese Pumpe hier mit an. Macht das überhaupt Sinn, hier zwei Pumpen, Genossen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich doch gar nicht. Wahrscheinlich doch gar nicht, Astral. Ha. Ja, die müsste ich ja auch hier vorne mit anbinden, auf dieser Seite, ne? Das war ja das, naja, nicht Problem will ich nicht sagen, aber da war ja vorher auf dieser Seite hier. Also gut, dann machen wir das mal fertig hier, Genossen. Ziehen das hier durch. Ja, vielleicht hier auf dieser Seite. Gehen hier über die Straße rüber. Kommen wir hier unter der Leitung lang? Ja, ne? Ja, sehr gut. Okay. Und macht eine schöne Kurve. Zu scharfe Kurve. Ja, so sollte es aber gehen. Okay, das haben wir auch, Genossen. So. Ah, das hätte man kaufen sollen. Nicht kaufen sollen, hätte man bauen sollen, das meine ich. Egal. Die Minenbauter, ja, ne? Die sind beauftragt. Okay. Dann haben wir diese Brandschäden hier mittlerweile beseitigt. Und ich, Genossen, werde hier noch einmal zu den Bäumen gehen und die abgeholzten Bäume aufforsten. Ja. Hoffen wir mal, dass hier ein paar gepflanzt worden sind, auch im tiefen Winter. So. Okay. Ja, liebe Genossen, dann haben wir das unser Planziel für heute erreicht. Das Planziel ist nämlich die Ware, besser gesagt, Ware, es ist ja erreicht worden, Ware, die das Anfahren der Produktion hier unserer eigenen Kleidung, Genossen. Und da seht ihr, ist geschehen. Die Kleidungsproduktion läuft. Stoff wird hier rübergelagert. Sehr gut. Und wie sieht es hier aus im Speicher? Da haben wir auch Kleidung. Sehr gut. Das heißt, dass wir jetzt bis auf den Import von Elektronik diesen Monat, wo ist dieser Monat, was haben wir denn diesen Monat hier importiert? November 84, ja. Oh, gib mal ein bisschen Gas hier. Elektronik, ja, Holz haben wir importiert als Overflow für unser Heizkraftwerk in Klein-Kuwait. Kleidung, ja, immer noch 4,5 Tonnen, aber gut, das sollte jetzt auf Null gefallen sein, ne? Stahl. Ah, natürlich, das waren die Ankäufe, Genossen, das waren die Pipelines gerade, die ich gekauft hatte. Das ist ja auch so zeitnah hier alles, ne? Genau, das ist sind die Zubehörteile für die Pipeline. Und der Import von Kleidung, der müsste jetzt aber, ja, der müsste jetzt abgestellt sein, sodass wir jetzt nur noch Elektronik und elektronische Komponenten aus Frankfurt importieren müssen. Naja, das müsste ja auch bedeuten, dass eigentlich hier, wieso haben wir hier keinen Treibstoff, Genossen? Was sehe ich, hier kann nicht getankt werden. Treibstoff, kein Treibstoff. Okay. Ah, es kann sein, dass ich jetzt aufgrund der Neuzuordnung der ganzen Distributionsbüros, dass das hier ein bisschen hinten übergefallen ist. Dann werde ich den Genossen hier in Leuna nämlich mal Bescheid sagen, dass sie hier den Hafen mitversorgen. Die haben ja Zeit, da seht ihr ja. Die haben ja, können ja hier was machen. So. Das heißt, das haben wir jetzt hier mit zugewiesen. Und der Hafen ist hier, Kolditz Frachthafen, aber nicht beladen, hier sollt ihr entladen. Ganz genau, hier sollt ihr Treibstoff entladen und haltet das auf 80%. Sehr gut. Das müsste für die Genossen jetzt eigentlich das Startsignal sein, damit hier die Motoren gestartet werden. So, mal gucken. Geht's hier los? Hier müssten sie laden, vorher hier müssten sie Treibstoff laden. Ja, einer ist jetzt unterwegs, so wie es ausschaut hier. Und jetzt der Winterdienst, ne?
dauert immer ein bisschen wahrscheinlich, bis sie denn mal die Not der Lage da erkennen. Ne? Oder habe ich das nicht gut gemacht, Genossen? Wollen wir nochmal gucken hier? Ich hatte doch gesagt, Colditz, Frachthafen klein. Entladen. Entladen Treibstoff. Zweimal sogar. Okay. 80%, 90. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wenn er sagt, dass er einen LKW losgeschickt hat, das reicht erstmal. Oder ob er von Anfang an sagt, für das Projekt brauche ich ja doch 10 LKWs und schickt gleich 10 los, Genossen. Das ist mir so nicht bekannt. Aber auf jeden Fall, denke ich, wird er hier langfahren hoffentlich, ne? Dass er hier die Autobahn benutzen und nicht durch Strausberg gurken dann damit, Genossen. Ja, hier könnte man eigentlich auch die Buckelpiste mal zu Gießpisten langsam ausbauen, aber das ist hat jetzt keine Eile wirklich. Und im Großen und Ganzen bin ich mit dem Fortschritt zufrieden, Genossen. Wir haben diesen neuralgischen Punkt hier auflösen können, also den Dauerstau an der Kraftstoffversorgung. Ja. Und haben die Kraftstoffversorgung für unsere ganze Republik auf das Binnenschiff umlegen können, haben die Stoffproduktion hier an den Start gebracht, erfolgreich. Und die erste eigene Kleidung wird auch hergestellt, Genossen. Das heißt, davon können sowohl Freizeitkleidung als auch Uniformen geschneidert werden. Das wird die Spitze unserer Republik in große Freude versetzen, Genossen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart in dieser, ja, für mich schnell vorbeigegangenen Episode heute hier. Und freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, lasst mal einen Kommentar da, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann macht ein Abo vom Kanal. Da freue ich mich auch drüber. Ne? Also, alles Gute für euch, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Astralsilber sagt Ciao für heute.